zunächst danke fürs Einschalten, aber in aller Kürze und Würze, aus gegebenem Anlass, der aktuellen Stunde, bleibt's in den Kommentaren anständig, nicht unter der Gürtellinie, niemanden beleidigen, immer schön sachlich bleiben, auf dem Teppich bleiben, nichts ist so wild und vor allem, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Es gibt verschiedene Meinungen, ja, hier auf Social Media, ja, kann es zum starken Zuspruch oder zur starken Abneigung führen, je nachdem, um welches Thema es sich hier handelt. Ansonsten vielen Dank fürs Einschalten und los geht's. Oh, the reveals. If testosterone was a video deadlifting with, geh mal rein, oder? We got an all-time PR today. Okay, das ist jetzt. Ich meine, die Amis, wenn sie eben im Locker Room sind oder hier im Gym und vor allem sind sie in der High School oder dann halt eben auch schon im College fortführend, die machen da schon so ihren Reibach draus, ne? Also, hey, anders will. Oder spricht hier gerade eben der verklemmte Deutsche in mir. Find a sacrificial lamb, but who's the biggest deadlifter here? Ja, ja, mal gucken, was da wirklich hängen bleibt, ne? Aber wie alt sind die auf dem College? Sind die da nicht mit 18, 19 rein? Ich meine, das sind ja übelste Maschinen, klar. Viele gehen dann über Sponsorship quasi auch in die NFL oder generell in die Sportarten, aber das sind alles. Wenn ich überlege, bei uns damals die 18-Jährigen. Was ist das für eine Maschine? Apollo, Nutrition und Apollo. Klar, der hat deadlift with this group. Supposedly these are the two biggest deadlifts. Genau, vielen Dank, aber dann nicht. You can't get too close. You got to mark it. I can't do that. That was huge. What's the challenge? So Larry, maybe like you do their combined reps. Toast on shade. What's your deadlift up to date? I mean, on straight bar? Yeah, on the deadlift bar, yeah. Yeah, probably like high 500s. Okay, all right. Yeah. Das sieht doch schon aus wie Ende 30, oder? Ja, schöne Stringer an. Let's get that bar right in the center of that Pomona sign. Aber das muss man da echt mal sagen, ne? In den Staaten wird auch Sport komplett anders unterstützt, auch an die Jugend weitergegeben. Es ist schon sehr kompetitiv, was sie hier halt eben in Deutschland anders machen, komplett anders. Die Bundesjugendspiele quasi so insgeheim abgeschafft haben, weil sie keine Competition hier haben wollen. Da denke ich mir also, nimm mal eine Handvoll Influencer hier aus Deutschland, die starken Fitness-Influencer und lass die doch einfach mal wie damals der Arnold in den 90ern, wann waren das in den 90ern, wo er dann quasi Amerika wieder fit machen wollte, ne? Wo er dann Sport gemacht hat, Sportprogramme rausgebracht hat, in den ganzen Staaten, auf den Schulen, ne? Highschools und so weiter und so fort. Ich denke mal, das ist ein riesengroßer Hebel. Ne? Auch wenn man überlegt, die zivilisatorischen Krankheiten heutzutage sind auch darauf zurückzuführen, dass wir uns zu wenig bewegen. Machen wir uns nichts vor. Was soll ich da sagen? Ne? Ich bin da auch nicht gefeit vor. Ja, ich hocke hier gefühlt den halben Tag vorm Rechner. Merke, wie ich verkürzt bin. Hier in der Brustmuskulatur, hinten Schultergürtel und so weiter und so fort. Ja, das wäre mal, also das wäre mal, also hätte ich die Reichweite, würde ich sowas auf jeden Fall initiieren. Ja? Glaubt man, dass immer alles alleine schafft, ist das andere, ne? Aber das denke ich mal so, 4, 5 Influencer, eine Handvoll Influencer, Fitness-Influencer, die sich schon etabliert haben hier im deutschen Markt, die man auch so kennt. Und dass die halt eben so ein Programm mal durchziehen, auch vielleicht in der Unterstützung, in der Kooperation
mit der Bundesregierung. Ja, vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen Euro, der nicht rausgeschickt wird, sondern hier im Land bleibt, ja, den man hier in die eigene Zukunft stecken kann. Ja, ich meine, ist das nur ein Wunschdenken? Keine Ahnung. Wäre mal auf jeden Fall so ein Thema. Und für alle, die sich dann so wundern, jetzt ist so ein Hühne, so ein Haiwan, ja, der wärmt sich hier nur mit der Stange auf. Das ist alles einfach nur Mind Muscle und Bewegungsablauf, dass er reinkommt. Der merkt ja von diesen 20 Kilo plus minus eigentlich nichts, ne? Er will einfach nur für sich da schön in die Übung reinkommen. Mehrgelenksübung. Ja, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, ne? Die Daumen abgespreizt, auf der Stange drauf. Ja, da schenkt er sich selber Kraft, ne? Klar, es ist nur die Stange. Später, wenn da ein paar Plates drauf kommen, wird er schon umgreifen, aber so. Das ist schon so ein programmiertes Greifen. Auf Apollo. Auf dich setze ich heute. Perfect. All right. Got some lockjaw cards. The best cards in the game. Excuse me. Oh! Oh! Yeah. Er macht hier alle nass. Er macht hier alle nass. Da braucht die gar nicht so schnell zu machen. Nur zu. Scheiß mal auf Schnellkraftübungen, aber für was? Ja, ich meine, der Unterrücken, Lendenwirbel ist immer so eine fragile Struktur, ne? Hör doch auf, Alter. Mach normale, kontrollierte Bewegungen. Vor allem mach dein Handy aus der Hosentasche. Schmeckt super. Das sind meine liebe Leistungen. Boy, you can have a day today. You can have a day. Hey, he's got us handled, bro. We're just trying to hang on. So, der für geile Manschetten hier. Griffmanschetten. Der holt sich alles. Das sind jetzt 200 Kilo, ne? Ja, 20, 40, 80, 80, ne, 180 Kilo. Sauber. Als wäre es nichts, ne?
Ich weiß, der Titel war nicht untertrieben, oder? Hesto bis um das Dach. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie es der Larry vorher gepult hat. Hat er es auch zu sich gerollt? Weil mit dem zu sich rollen wird es noch ein bisschen einfacher, ne? Aber trotzdem. 225, 224 Kilo. Gürtel, ohne Zughilfe, ohne alles. Fucking wrong, Alter. Amerika, gelobter Land. Wenn das jetzt der Leonidas sieht, was macht der Leonidas? Wird er nicht im Dreikampf auch irgendwie über 300 Kilo auf jeden Fall, sagen wir es hier, gezogen? Das war's, ne? Einfach insane. Einfach insane, der Typ, ne? Was der schon für persönliche Rekorde aufgestellt hat.